Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ich war Belebersamen farmen. 3, 7. Wir haben 7 Belebersamen. Ich habe auch Attacken verlinkt. Und zwar Rasierblatt und Energieball, weil es beide Range-Attacken sind. Und Megasauger und Knirscher. Bei Dragon habe ich Dunkelklau und Gegenschlag verlinkt und Biss und Ruckzuckhieb normal gelassen. Und ja, bei Haru habe ich auch ein bisschen Sandgrab und ja, da wir Sandwirbel nicht nutzen, habe ich gedacht, ja, lassen wir das. Und ja, jetzt geht's los. Wir haben 0 Poke dabei, stimmt. Ich muss zugeben, ich wollte mir erst die ganzen Sonderbonbons, Sonderbonbons? Die ganzen Belebersamen cheaten. Allerdings habe ich kein Cheat gefunden. was ein bisschen scheiße ist, aber naja, was soll ich machen? Und dann ist mir aber eingefallen, dass es ja Missionen gibt, bei denen es Belebersamen gibt. Und du kannst die ganze Mission ja über Wunderbriefe freischalten. Habe ich die Wunderbriefe-Seite gefunden und habe mir dadurch dann halt ein paar Missionen gegeben, wo ich Belebersamen bekommen habe. Und dann habe ich im Laden auch noch ganz viele gefunden, was mega praktisch war, dass ich da ja alles gefunden habe. Dass er auch welche im Angebot hatte, meine ich. Oder halt zu verkaufen hatte. Und ja, so habe ich dann die ganzen schönen Belebersamen bekommen. Was einfach super ist. Und ich denke, mit 7 Belebersamen sollten wir auf jeden Fall schaffen, hier durchzukommen. Und den Großmeister allen Übels zu besiegen. Ja, ich glaube, es hat, ich weiß nicht, ich saß hier noch irgendwie ein paar Stunden. Na, ein paar Stunden nicht, aber allein das Dingscode eingeben, dass das es Wunderbriefe, die ganzen Wunderbriefe einzugeben, hat Ewigkeiten gedauert, weil ich einfach so lange dafür gebraucht habe. Deine ernste These? Weil du, ja, du kannst ja nicht einfach von der Seite kopieren und einfügen, sondern musst es wirklich alles eintippen und das ist halt ziemlich anstrengend. Aber egal. Ich hatte, glaube ich, auf dem Stachelberg ein paar Missionen gemacht, dann hatte ich die Apfelwald-Mission noch gemacht und ja, dann halt ganz viele noch im Dings gefunden, im Laden. Was ich ziemlich cool finde. Und ich hoffe, das Attacken verlinken bringt jetzt auch einiges mehr, so können wir halt mehr Damage raushauen. Mit einem Zug. Hätte ich mir vielleicht vorher auch mal überlegen sollen, dass ich das mache, irgendwie für Dialga oder so. Weil Link-Attacken echt schon praktisch sind, auf jeden Fall. Auch damals im Mystery Dungeon 1 hätte ich das machen können. Für ja, für die Flucht zum Beispiel, da haben wir auch ein bisschen verkackt. Hätten wir da Link-Attacken gehabt, wären wir da bestimmt auch besser durchgekommen. Aber ja, ich habe das derzeit gar nicht realisiert, dass es das überhaupt gibt. Rasierblatt wurde versiegelt, warte mal. Okay, gut. Stimmt, das ist nur für die Ebene. Ich wollte gerade sagen, scheiße. Das Problem ist jetzt nur, wenn irgendwie, ja, wir auf eine Falle treten, die unsere KP, ja, fair verschwinden lässt. Unsere AP für die Attacken auf 0 setzt, dann ist die Verlinkung aufgehoben. Deswegen hoffe ich, dass wir da nichts finden. Und ich hoffe außerdem, dass wir, ja, nicht aus Versehen irgendwie die KP selber, die AP selber aufbrauchen. Da wird schon angezeigt, okay. So, noch ein Einsatz und dann wird die Verlinkung aufgehoben, deswegen fixieren wir jetzt mal das. Ja, ist so das einzige Problem. Wir haben halt nicht so viele Möglichkeiten oder nicht so oft die Möglichkeit anzugreifen. Weil halt, ja, wir schneller die KP verbrauchen. Aber egal, wir kommen hier schon ganz gut durch. Ich habe auch Top-Elixier dabei, also ist alles schon ganz gut. Wird schon alles so funktionieren. Hoffe ich. Schockwelle. Oh, nice. Nice, nice. Ich hasse Roselia. Es ist verdammt stark. Vor allem, wenn es gleich Blättertanz einsetzen sollte, aber hat es nicht, zum Glück. Okay, wir sind Level 38 gekommen, das ist schön. Wir können jetzt leider auch keine Attacke erlernen lassen. Da sonst ja auch die, ja,
die Link-Dings aufgehoben wird. Und das wollen wir nicht. Aber wir können uns die Attacke ja später nochmal erlernen lassen, falls wir jetzt eine erlernen sollten. Bei Elevoltech ist das, glaube ich, ja, da kannst du das auch so erlernen. Also Attacken nochmal neu erlernen, die du vergessen lassen hast oder nicht erlernt hast. Aber ja, gut. Hallo Bidiza. Ich greif dich mal normal an. Ich will nicht meine ganzen... Dein Ernst! meine ganzen AP verbrauchen. Das Gute ist, Dragon hat die IQ-Fähigkeit, dass er keine Attacke einsetzen wird, die verbraucht, also die, bei der die KP verbraucht ist, oder deren, ja, Link aufgehoben wird, wenn nochmal eingesetzt wird. Das heißt, darauf müssen wir zum Glück nicht achten. Oh, wow. Das tat weh. Aua, das tat auch weh. Alter. Ein Divir. Oh, wie süß. Hallo. Übrigens, das Let's Play wird noch um einiges länger gehen, als eigentlich erwartet. Ich habe ja gesagt, eigentlich will ich nach der Story aufhören, also nur noch die Dings machen. Die Bonusmission und dann das Projekt beenden. Allerdings habe ich gerade so viel Spaß an dem Spiel, dass wir das wahrscheinlich noch weiter spielen werden. Die ganzen Legendären versuchen ins Team zu holen. Und ja, hier noch ein paar Missionen machen, die wir machen müssen, damit wir uns zum Beispiel entwickeln können. Das werdet ihr gleich auch noch erfahren, was ich damit meine. Aber ja, das müssen wir auch noch alles machen, dann, ja, kommen noch hier ein paar Sachen, da ein paar Sachen, die man, ja, machen muss, machen sollte. Und das würde ich halt gerne alles noch machen. Deswegen wird das Projekt noch um einiges länger gehen, als, wie gesagt, vorher gesagt. Du hast keine Chance gegen mich, mein Bruder. Schilast. Yeah. Wir besiegen unsere Artgenossen. Das ist noch eins. Hallo. Und noch eins. Oh mein Gott, so viele Schilast. Oh mein Gott. Okay. Ja, und ich weiß noch nicht, was ich als nächstes Projekt von Zelda, also nach Zelda machen soll. Weil, ja, das Projekt ist jetzt schon lange fertig aufgenommen. Und ist auch bald zu Ende. Oh, wir sind fertig? Echt? Krass. Der Dungeon war kurz. Kürzer war als erwartet. Okay. Ja, wir sind das letzte Mal in diese Grubenfalle gestürzt. Wir können weiterkommen, wenn wir vermeiden, dort runterzufallen. Es könnte allerdings noch andere Grubenfallen geben. Wir müssen sehr vorsichtig auftreten. Wutz! Ah! Sein Ernst! Oh, oh, oh. Ah, Kaffee. Willkommen in der Dunkelheit. In dieser unserer Höhle zu kommen war euer letzter Fehler. Hier kommt ihr nicht mehr raus. Bereitet euch darauf vor, alles, das Grauen zu erleben, das vom Großmeister allen Übels ausgeht. Luffy! So, und wie werden wir das jetzt machen? Ich denke mal, wir machen... Achso, wir können nur Dings angreifen. Ja, okay, dann machen wir das auch. Ist besiegt, genau. Ein Aufruhr, okay. Ich würde sagen, jetzt greifen wir Sonflora an. Genau. Weil sonst Sonfloras Blättertanz zum Beispiel geht mir richtig auf Eier. Eigentlich müsste ich mich zu Dragon bewegen. Aber... Moment, wie machen wir das? Wir greifen jetzt Gliebelunkel an mit einem Megasauger. Gut. Besiegt. Veröhner. Okay. Schaufler. Dragon hat noch ein bisschen... Ja, ganz gute Erfahrung eigentlich. Ganz gut Leben. Dann würde ich sagen... Machen wir jetzt Megasauger und Knirscher auf... Und auf Plaudergei, genau. Das ist besiegt. Super. Okay, wir kommen ganz gut klar. Wir haben ja die Belebersand, das ist super. Also den Fight dürfen wir packen eigentlich. Den dürfen wir packen.
Okay, Knuddeluff. Alter, Knuddeluff hat so viel Leben, ne? Aber das dürfte... Das dürfte funktionieren. Einmal bitte Megasauger, damit wir uns ein bisschen voll... okay, oder auch nicht. Gut. Ja, wir sind jetzt besiegt, genau. Haben wir aber einen Belebersamen noch, genau. Dann mache ich das jetzt so, dass wir... So machen, genau. Schöne Sache. Und jetzt ist noch Knuddeluff übrig. Und der ist... Gleich besiegt. Alter, hat der viel Leben. Alter! Komm schon, Knuddeluff. Danke! Ich meine, Großmeister allen Übels. Sie haben mich erwischt. Lauft alle weg. Oh ja. Was ist denn mit denen? Was das wohl alles zu bedeuten hätte, möchte ich gern wissen. Nun, ich glaube, hier sind wir fertig. Wir sollten weiterziehen. Lass uns zur Glitzerquelle gehen. Jo. Nee, nicht speichern. Hey, Teddy Ursa, Ursaring. Oh, ihr seid es. Was ist euch da passiert? Ich dachte, ihr würdet direkt hinter uns herlaufen. Wir wurden aufgehalten. Egal, was steht an? Nun, hier liegt eine Schatzbox. Also. Hier war vorher keine Schatzbox. Ich möchte sie öffnen, aber andererseits habe ich ein mulmiges Gefühl dabei. Ja, weißt du, es wäre übel, wenn da zum Beispiel eine Springfalle drin wäre. Also, haben wir darüber diskutiert, ob wir die Box öffnen oder es sein lassen? Also dann, wir öffnen sie. Wisst ihr, wir wurden hier für unsere Gildenabschlussprüfung hergeschickt. Uns wurde gesagt, dass wir sollten den Schatz, mit dem Schatz von hier zurückkehren. Na, das ist es. Diese Box muss irgendwas mit eurer Prüfung zu tun haben. Ihr solltet sie öffnen, Leute. Kann ich dich dazu überreden, Toki? Klar. Easy. Oh Gott, ich hab Angst. Ich denke, das wäre schon okay. Weiß nie. Es könnte auch eine Falle sein. Wenn ich nur irgendwie den dimensionalen Schrei aktivieren könnte. Hätte ich eine bessere Vorstellung davon, ob diese Box sicher ist oder nicht. Ich berühre dich. Cool. Na, das Schwindelgefühl. Das Schwindelgefühl setzt ein. Na, was ist es? Okay. Knuddeluffs Ernst. Okay. Da wird da schon nichts Böses drin sein. Es war Knuddeluff, der diesen Schatz hier platziert hat. Das bedeutet, in dieser Schatzbox... Öffnen. Natürlich. Das ist... Es ist ein perfekter Apfel. Der Schatz der Glitzerquelle. Ein perfekter Apfel. Cool. Ein perfekter Apfel als Schatz. Das passt zu Knuddeluff, denke ich. Ja, was war das? Lol. Was für... Licht. Scheint Licht herab. Hat die Glitzerquelle vielleicht ihre Kraft zurückgewonnen? Jene, die erwachen wollen. Wer hat das gesagt? Das Fortschreiten der Zeit. Es brachte wieder Licht an diesen Ort. So ihr Entwicklung sucht, tretet vor. Ich wusste es. Ich wusste, dass die Glitzerquelle wieder zum Leben erweckt werden würde. Ja, schön für dich, Teddy Ursa. Du hast schon sehr lange nach Entwicklung gestrebt. Ja, stimmt. Entwicklung? Oh, das stimmt. Knuddeluff hat es mal erwähnt. Oh, rückblenden, dein Ernst. Glitzerquelle? Ja, dort gingen einzige Pokémon hin, um sich zu entwickeln. Vielleicht scheint wegen der Schwierigkeiten, die wir mit der Zeit hatten, kein Sonnenlicht mehr auf die Quelle. Im Moment kann sich dort nichts mehr entwickeln. Knuddeluff sagte auch, dass dies der Ort sei, den Pokémon für die Entwicklung aufsuchen würden. Aber was ist Entwicklung? Oh, du weißt es nicht, was Entwicklung ist. Was bedeutet, sich zu entwickeln? Also. Manche Arten von Pokémon können sich entwickeln, wenn gewisse Bedingungen gegeben sind. Wenn ein Pokémon sich entwickelt, ändert sich das Erscheinungsbild, manchmal sogar dramatisch. Ja, wirklich? Seine Erscheinung verändert sich?
Ja, so ist es. Und das kann sich auch nicht nur dein Aussehen verändern. Wenn du dich entwickelst, ändern sich manchmal auch deine Form und deine Fähigkeiten. Aber was sagst du dazu? Echt? Yep. Ich wollte schon immer stärker werden. Also habe ich seit langem gehofft, mich zu entwickeln. Ich probiere es sofort aus. Jene, die erwachen wollen. Dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Jawohl, bitte. Benötigst du dazu ein Item? Nein, ich brauche keins. So sei es. Du, der du erwachen willst. Lass uns beginnen. Etwas geschieht mit Teddy Ursa. Die Erscheinung von Teddy Ursa verändert sich. Teddy Ursa hat sich zu Ursaring entwickelt. Ah, Teddy Ursa sieht jetzt genauso aus wie Ursaring. Ja. Hey, Ursaring, ich habe mich entwickelt. Nun, herzlichen Glückwunsch. All die Levelaufstiege, die du erreicht hast, haben sich endlich ausgezahlt. Jetzt kann man das nur schwer auseinanderhalten. Ich freue mich trotzdem für dich. Entwickeln wir uns doch auch, Doki. Ich versuche es zuerst. Okay. Jene, die erwachen wollen, dies ist die Glitzerquelle. Möchtest du dich entwickeln? Ja, ich will mich entwickeln. Ja, bitte. Oh, wie aufregend. Benötigst du dazu ein Item? Ein Item? Ich weiß nicht. Nein, kein Item für mich. So sei es. Du, der du erwachen willst, lass uns beginnen. Nein. Unmöglich. Du kannst dich nicht entwickeln. Was? Warum nicht? Warum kann ich mich nicht entwickeln? Habe ich vielleicht noch nicht die Voraussetzung für meine Entwicklung geschaffen? Nein. Das ist es nicht. Das Problem hat nichts mit den Voraussetzungen für die Entwicklung zu tun. Warum klappt es dann nicht? Teddy Ursa konnte sich entwickeln. Und warum kann ich mich nicht entwickeln? Warum du dich nicht entwickeln kannst? Vielleicht hat die Verzerrung des Raumgefüges etwas damit zu tun. Eine Verzerrung des Raumgefüges? Ich weiß nicht, warum das so sein könnte, aber deine Existenz, sie hängt irgendwie mit der Verzerrung des Raumes selbst zusammen. Und als Folge daraus kannst du dich nicht entwickeln. Nein, es trifft nicht nur dich. Es gibt noch ein anderes Pokémon. Das Pokémon hinter dir. Auch ihm bleibt eine Entwicklung versagt. Was, Doki auch? Was? Mir auch? Also, das ist alles, was ich erkennen kann. Dies ist die Glitzerquelle. Falls du weitere Entwicklungen suchst, so kehre zurück. Jo. Ich bin wohl nicht der Einzige. Ich nehme an, du kannst dich auch nicht entwickeln, Doki. Ich verstehe nicht, warum uns die Entwicklung versagt bleibt. Naja, immerhin haben wir jetzt den perfekten Apfel, der sich in der Schatzbox befand. Wir sollten damit zurück zur Gilde. Ja. Wäre eine Idee. Ihr habt die Abschlussprüfung bestanden. Yeah! Herzlichen Glückwunsch, ihr beide habt die Abschlussprüfung bestanden. Ihr habt es geschafft. Yeah! Oh, wird nicht gefeiert? Seid ihr vielleicht nicht glücklich? Naja, ich bin schon glücklich, aber ich habe es wohl noch nicht richtig realisiert. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas Tolles geleistet haben. Dein Ernst? Das stimmt wohl absolut nicht. Verstehst du nicht, wie unglaublich das ist, was ihr zwei getan habt? Ihr seid losgezogen und habt mit einem fantastischen Schatz in Form eines perfekten Apfels zurückgekehrt. Und damit nicht genug. Ihr habt auch den schauderlichen Großmeister allen Übels besiegt, oder nicht? Ja, aber das ist es, was ich nicht verstehe. Knuddelo, woher weißt du, dass wir den Großmeister allen Übels besiegt haben? Wir haben es von irgendwoher gehört. Außerdem, dieser böse Großmeister, Knuddelhoff, war es das nicht du? Wie bitte? Ich weiß nicht, wovon du redest. Großmeister allen Übels. Ich auch nicht. Ich weiß noch nichts. Das Großmeister zu geben, denn wer soll das sein? Hey, ich auch nicht. Ich kenne keinen Untergebenen. Leute, was geht hier vor? Wie auch immer, ihr beide seid jetzt jedenfalls offizielle Gildenabsolventen. Von nun an seid ihr von den strengen Regeln der Gilde ausgenommen.
Euch steht es frei, als Erkundungstief völlig eigenständig zu arbeiten. Oh, super. Heißt das, wir können all die Belohnungen von den Jobs behalten und müssen das Geld nicht mehr mit der Gilde teilen? Das ist exzellent, Toki. Ah, nein. Zu unserem Bedauern ändert sich diese Sache nicht. Wie bisher werdet ihr auch weiterhin den größten Teil eures Geldes eures verdienten Geldes an die Gilde abtreten müssen. Was? Aber warum? Ein Absolvent dieser Gilde zu sein bedeutet immer noch mit uns verbunden zu sein. Euer Team, die Pokémon, kann nur arbeiten, wenn es diese Gilde gibt. Es gilt zu akzeptieren, wenn ihr ein Erkundungsteam sein wollt. Aber dann hat sich da im Vergleich zu vorher gar nichts geändert. Hik, ich verstehe es nicht. Als Absolvent von dieser Gilde abzugehen, ist ja was ganz Besonderes. Das stimmt. Ich sollte es wissen, sogar ich konnte die Abschlussprüfung nicht bestehen. Wie dem auch sei, ihr beide habt die Prüfung mit Bravour bestanden. Ich hoffe, ihr leistet weiter sehr gute Arbeit als Erkunder. Herr Knuddeluff. Herzlichen Glückwunsch, Tokyo Dragon. Oh, weia, ja, wie toll. Hey, hey, hey. Ich freue mich so für euch, oh ja. Ich bin. Schaut ab und zu mal bei euren alten Freunden rein. Jo. Ihr alle. Glückwunsch, Team Pokepakt. Yeah, woohoo. Oh, ihr alle. Vielen Dank euch allen. Yeah. Erkundungsteamverband hat eine Mitteilung geschickt. Yeah. Größerer Schatzbeutel. Stimmt, jetzt haben wir den größten Schatzbeutel. Ihr könnt jetzt mehr Items tragen als zuvor. Zusätzlich als Startkapital für das neue, an die Gilde angegliederte Team hält Wow. 10.000 Poké und noch etwas. Ja! Endlich, in der dunklen Zeit wurde freigeschaltet. Nice, jetzt haben wir alle Bonus-Episoden. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch als nächstes die neue Bonus-Episode. Die erste Bonus-Episode. Herzlichen Glückwunsch, Team Pokepakt. Ihr habt euren Abschluss. Habe ich eine Nachricht bekommen? Ich glaube, ich habe eine Nachricht bekommen. Nun, da wir unser altes Zimmer in der Gilde nicht mehr in Anspruch nehmen können, ich würde sagen, wir wohnen ab sofort einfach hier. Der Sinn des Gildenabschlusses erschließt sich mir immer noch nicht ganz. Machen wir einfach als Erkundungsteam weiter wie bisher. Ich würde sagen, von jetzt an ist dies die neue Erkundungsteambasis von Team Pokepakt. Lass uns zur Gilde eilen und nach Jobs und Infobrett schauen. Das ist ein neuer Anfang für uns, Toki. Yo! Tipp für Erkundungsteams. Spielchen jetzt speichern, indem wir ja. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ab der nächsten Folge wird es dann, ja, die Bonus-Episoden geben. Ich würde sagen, na, wir machen das immer so. Eine Bonus-Episode, dann ein bisschen normal. Wieder Bonus-Episode, normal, Bonus-Episode, normal oder so. In der Art, denke ich. Gut, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.